Ich mach die Augen zu und dann haben wir gleich die krassesten Gloves der Welt. Zack, 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 zack. Und? Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten Case Opening, sponsored by Skin Baron. Ein paar von euch kennen Skin Baron sicherlich. Erstens, weil ich da gepartnert bin und zweitens, weil es natürlich der deutsche Marktplatz ist, um seine Skins eben zu verkaufen oder auch zu kaufen, je nachdem, was man so will, für bares Geld. Wer die Seite noch nicht kennt und sich da mal umschauen möchte, hier unten ist mein Partnerlink, da könnt ihr direkt drüber draufkommen und euch ein bisschen umsehen. Am Anfang habt ihr auch meinen Code gesehen in diesem ultra coolen Intro, das ich bekommen habe. Dankeschön dafür. Um das einfach am Rande noch erwähnt zu haben, auf Skin Baron kann man auch H1Z1 Dinge kaufen. Aber wir interessieren uns jetzt ja eher für die ganzen CSGO-Geschichte. Für alle, die Skin Baron nicht kennen, zeige ich einfach nochmal geschwind, was die Seite alles so kann. Was direkt am Anfang auffällt, wenn man sich bei Skin Baron anmeldet, kommt man zuallererst auf die Schnäppchen-Zuerst-Seite. Ihr meldet euch übrigens über Steam an. Ich bin jetzt schon angemeldet, aber ja, hier oben ist dann halt eigentlich dieser normale Steam-Anmelde-Button. Jeder kennt's, jeder weiß es. Und hier seht ihr einfach die Schnäppchen, die im Moment gerade so am Start sind. Also unter anderem auch immer der günstigste Schlüssel, den es gerade gibt. Das ist jetzt eben dieser Kapselschlüssel. Ich habe die Seite übrigens auf Deutsch. Ihr könnt es auch einfach auf Englisch umstellen und dann habt ihr eben alle Sachen wie gewohnt. Also ich denke, die meisten nutzen Steam eh auf Englisch. Aber ich lasse es jetzt mal auf Deutsch. Da wir heute ein Case-Opening machen wollen, gehe ich also auf Zubehör und kaufe hier die Schlüssel ein. Diese Übersicht hier oben ist übrigens schon richtig genial. Das habe ich heute erst gerafft bzw. gesagt bekommen. Ich habe mich ein bisschen unterhalten mit dem einem der Geschäftsführer. Und zwar kann man, um alle Skins gesehen zu haben, einfach dann auf MP9 hier zum Beispiel drücken und dann sind hier alle Skins. Ja? Und man klickt dann auf Rose Iron und dann werden hier alle Geführten angezeigt. Das ist echt eine geile Sache, das wusste ich davor gar nicht. Also ich habe einfach hier oben meine Skins gesucht. Das hilft natürlich bei Fragen, die ihr mir oft stellt. Was ist dein Lieblings M4-Skin oder was findest du ist der beste M4-Skin für 10 Euro oder bis 10 Euro. Dann geht ihr einfach auf M4 und könnt hier in diesen Reglern einstellen, so 10 Euro, also man kann das auch einfach hier eingeben und dann sucht euch Skin Baron diese Angebote direkt raus. Alle M4 A1S für diesen Preis. Ihr könnt hier auch noch weiter einstellen, StatTrak-Aufkleber und so weiter und so fort. Die Seltenheit kann man hier sehen, also die ist hier erklärt und ihr könnt sie auch anklicken, dass nur diese Seltenheit eben angezeigt wird, aber ich denke, das ist selbsterklärend. Auch mit diesen Barönchen hier, ne? Also der Zustand wird damit angezeigt. Grün ist Fabrik neu, rot ist Kampfspuren und so weiter. Das könnt ihr außen anschalten. Wenn ich jetzt nur abgenutzt haben will, dann drücke ich da drauf. Ihr habt halt hier alle abgenutzten Skins. Auf einen weiteren Blick sieht man hier auch noch die Verkaufshistorie, da sieht man eben, was gerade so verkauft wurde. Aber bei Schnäppchen zuerst fällt mir noch ein, übrigens, dass ein Schnäppchen eines ist, das mindestens 10% günstiger ist als auf Steam. Also jetzt zum Beispiel die AK Fuel Injector, 23,67 Euro, wird hier vorgeschlagen für 30,28 Euro. Das können wir auch ganz einfach nachschauen, Einsatz erprobt. Dazu gehe ich kurz ins CSGO Analyst. Und viel testet, 35,65 Euro. Und hier sind wir bei schnuckligen 23 Euro. Läuft also. Es ist, ja, man kann ja wirklich krasse Schnäppchen machen. Also manche Leute stellen ihre Skins für sehr wenig Geld rein, weil sie einfach wollen, dass es schnell rausgeht. Ich kann euch jetzt geschwind zeigen, ihr geht einfach auf Verkaufen. Ihr seid ja mit Steam angemeldet, das heißt, Skin Baron scannt dann euer Inventar und dann zieht ihr irgendwas rein. Ich habe jetzt hier auf meinem zweiten Account nicht wirklich viel bzw. hochwertige Dinge. Hier, ich nehme mal die Weasel und dann seht ihr, dass es hier eine Preisfindungshilfe gibt, wo ihr euch prozentual am Steam-Marktpreis hin und her hangelt. Also ihr könnt einfach die 100% nehmen und dann bekommt ihr halt 100% so, wie es auf dem Steam-Markt erscheint, aber es könnte dauern, bis es angenommen wird, weil die meisten höchstwahrscheinlich hier drauf gehen, auf guter Kompromiss. Da nimmt man dann nur noch 85% des Steam-Preises. Man kann es auch einfach selbst eingeben und dafür 10 Euro verlangen. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt, auf jeden Fall. Und dann könnt ihr auch auf Anbieten gehen, dann ist es auch so im Markt drin. Und was auch nochmal ein nettes Gimmick ist, ihr könnt es als privates Angebot erstellen oder einstellen, damit es zum Beispiel nur ein Kumpel von euch kaufen kann, weil es dann nicht öffentlich ist. Die Gebühren fallen bei dem privaten Angebot auch nochmal um 50%, weil es eben nicht öffentlich da ist und ja, Skin Baron sagt, hey, dann ist es ja eh nur unter euch, da verlangen wir da nicht so viel Gebühren. Und was die Gebühren angeht, die sind auch sehr niedrig, also niedriger als bei Steam. Und ihr könnt sich ja perfekt einschauen. Also es ist extrem transparent, die ganze Seite. Ihr könnt ja alles euch anschauen. Aber jetzt erstmal genug. Hopp, ich muss jetzt Keys kaufen. Hallo? So. Man sieht auf den ersten Blick auch sofort, dass die Keys günstiger sind. Also wenn ihr Keys kaufen wollt, kauft sie bei Skin Baron. Deutlich günstiger als bei Steam. Bei Steam kostet, glaube ich, 2,30 Euro oder so. Hier könnt ihr einiges an Geld sparen. Ich möchte auf jeden Fall 10 Handschuhe. Hier. Ich habe es ja auf Deutsch gelassen extra für euch. Ich klicke also hier auf Kistenschlüssel Handschuhe. Und jetzt habt ihr nochmal eine Aufdröselung. Das ist der günstigste Schlüssel, der günstigste Preis. Aber da die Leute ja die Preise so machen können, wie sie wollen, gibt es natürlich verschiedene Preise. Es gibt sogar welche für 3,40 Euro. Alles klar, das wird wahrscheinlich niemand kaufen. Aber wie ihr hier sehen könnt, gibt es einen Schlüssel für 1,89 und 44 für 1,90 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Schlüssel kaufe und in den Warenkorb lege und dann hoch in den Warenkorb gehe, dann sieht man hier, dass ich diesen einen für 1,89 Euro habe und die restlichen 9 für 1,90 Euro pro Schlüssel. Hier unten steht je, ne, und dann hier der Gesamtpreis. Und jetzt könnte ich, oder kann ich dann hier weiter hochdrehen, wenn ich möchte. So könnt ihr genau sehen, was ihr wie kauft.
Nicht, dass ihr nur die teuersten kauft oder sowas. Und Skin Baron stellt für euch eh immer die günstigsten ein. Also ihr kauft von unten nach oben. Und fertig ist die Schlüsselliste. Ich wollte da jetzt nicht lange rummachen. Ich gehe jetzt auf weiter. Und jetzt kann man, und das ist auch nochmal eine coole Sache, man muss sein Konto nicht aufladen, so wie es eben bei mir jetzt hier der Fall ist. Sondern man kann jetzt auch direkt einfach für das, was man hier kaufen möchte, bezahlen. Mit PayPal, Sofortüberweisung, PaySafeCard und so weiter und so fort. Für PayPal fallen übrigens keine Wechselkursverluste ein, wenn ihr hier einbezahlt aufs Konto. So nebenbei erwähnt, ne? Nun ja, ich zahle jetzt einfach mit meinem Skinbaron-Konto, da ist ja genug drauf, und drücke auf Jetzt kaufen. Mit Slate Decide. Und jetzt kommt direkt ein wichtiger Hinweis. Und zwar, du wirst in deinem Steam-Account gleich eine Handelsanfrage von einem unserer Bots erhalten. Der Security-Code ist folgender. Den gibt der Bot dann mit in diesem Trade. Und das Geile ist, man bekommt alle Items, die man gekauft hat, in einem einzigen Trade. Also ihr bekommt jetzt nicht irgendwie 8 Millionen Trades, weil ihr halt 8 Millionen Sachen gekauft habt, sondern ihr bekommt es als einen zusammengeschachtelten Trade. Der Bot wartet, während ihr einkauft, macht alles in einen Trade und haut euch dann raus. Gehen wir mal dahin. Und siehe da, wir haben einen Trade. Ach Gott, schon ist hier alles in einem einzigen Trade und hier oben können wir überprüfen. Code, TBHC2, TBHC2, ja läuft. Und schon können wir die ganze Sache annehmen. Und falls dabei jetzt irgendwas schiefgelaufen sein sollte, also zum Beispiel von euch aus, weil ihr den Authentifikator noch nicht aktualisiert habt oder weil bei Skin Baron vielleicht was schiefgelaufen ist, dann klickt ihr einfach oben auf euer Bild und dann auf Support. Support, Support. Ihr seht, ich habe hier einige Support-Anfragen schon gestellt. Da ging es eher um partnerschaftliche Dinge. Und ihr seht, ich habe eigentlich immer hier schön geschlossen, läuft, danke, läuft. Natürlich bitte immer die Dinge abschließen, gell? Wenn ihr so ein Support-Ticket aufmacht, das versteht sich von selbst, dass wenn es geklärt ist, dass man das dann abschließt. Und ihr Support reagiert extrem schnell und eben auf Deutsch. Es ist eine deutsche Seite. Das ist wirklich ein riesen Vorteil. Es ist nicht irgendeine Hans-Wurst-Seite, wo du auf gebrochenem Englisch zurückgeschrieben bekommst, die Skins are not available, Apple. Sondern die Leute sind am Start auf Deutsch und übrigens sind die Skins auch immer da, weil es geht ja wirklich um Skins, die vorhanden sind. Ihr müsst ja nicht auf irgendwelche Skins warten, dass sich die Seite die Skins erst einkauft. Es sind ja User, die ihre Skins anbieten und ihr kauft sie von den Usern ab. Und erst wenn euer Geld bei Skin Baron angekommen ist, dann wird der Skin vom Verkäufer an euch gesendet. Also auch Verkäuferschutz. Du kannst nicht einfach deinen Skin verlieren, hast dann kein Geld oder so. Das Ganze läuft über ein Treuhandsystem, diese Abwicklung. Und euer Geld, was ihr hier stehen habt, was ihr aufgeladen habt, ist auf einem extra Treuhandkonto. Also wenn Skin Baron kaputt geht, auf einmal, pleite, wie auch immer, ist euer Geld immer noch da und ihr bekommt es auch wieder, weil es eben auf einem Treuhandkonto ist, auf einem extra Konto. Für Verkäufer ist es sicherlich auch gut zu wissen, dass ihr euer Geld einfach auszahlen könnt. Ne, ihr geht dann hier auf mein Konto, lasst das Guthaben auszahlen, völlig kostenlos. Also dafür gibt es keine Gebühr von Skin Baron. PayPal selbst kostet, glaube ich, eine Gebühr, aber von PayPal aus halt, nicht von Skin Baron. Das ist auch alles gebührenfrei. Aber jetzt kommen wir endlich mal zum Case-Opening, halt in der Kartoffelbrei. Ich darf jetzt übrigens regelmäßig mit solchen tollen Sachen rechnen von Skin Baron, oder wir dürfen damit rechnen. Ich habe schon gesagt, das wird die ganze Bande freuen, die ganzen Dummbabler. Beginnen wir direkt mit einer Glove Case. Also ich habe Bock, einen Handschuh anzuhaben. Ganz klar, Gloves da hoch, Gloves. Gloves. Oh mein Gott, Gloves, ich fasse es nicht. Ja, Leute, es fängt ja schon gut an. Ey, die Wasteland Princess ist irgendwie 8 Millionen Euro wert oder so, ne? Guter Anfang. Natürlich wären Gloves besser gewesen, das ist klar, ne? Das ist logisch. Okay, jetzt aber Gloves. Gloves, Gloves, Gloves. Turf. Okay. Guck mal, da hätten wir gar nichts mehr gekommen. Weil ich einfach nicht. Sorry, wir haben gar nichts gewonnen. Oh. Ist ja noch kaputt zufällig. Viel testet. Alles klar. Guck mal, das ist eine Classified Shotgun übrigens, dass ihr das wisst. Spectrum mal zwischendurch, komm. Nur zwei. Ah ja, steht. Ich habe nur zwei Keys gekauft. Blueprint! Oh Gott, die habe ich gestern zweimal im Livestream gezogen. Für die, die sagen, hey, ich will wirklich auch mal was Teures verkaufen, aber ich traue mich nicht auf irgendwelchen Seiten, weil hin und her. Dadurch, dass Skin Baron halt ein deutscher Markt ist und wirklich transparent und vertrauenswürdig ist, gehen da auch echt große Käufe raus. Ihr müsst mal in den Live-Ticker reinschauen, da gehen manchmal Sachen für 300, 400 Euro raus. Also ist auch nochmal ein Vorteil, den man dort hat, dass die Leute einfach Vertrauen in die Seite haben und sagen, hey, mein Geld ist auf dem Treuhandkonto, mein Skin wird über Treuhandsysteme weitergeleitet und hin und her. Da kaufe ich ein. Da kann man auch mal was Dickes verkaufen. Das würde ich nie im Leben auf irgendeiner Seite, die Sandscale heißt. Das geht ja gerade in eine ganz falsche Richtung, die Sache. Aufkommen. Gamma, einfach kurz um was anderes gemacht zu haben. Jetzt aber, Gamma, komm schon, hier. Dieses Item. Oder irgendwas anderes, nur nicht. Nur ist der Track. Aber die Harvester, sieht die gut aus? Ne. Komm, dann nehmen wir direkt den zweiten Spectrum Key. Ich weiß, gibt wieder die Blueprint, alles klar. Wenn es die jetzt nochmal kommt, dann bin ich wirklich ein Pechvogel. Der, okay, gut. Sie ist noch nicht mal sichtbar, es ist in Ordnung. Die Akkobin ist auch gar nicht so übel. Oder? Guck mal, naja. Glove, 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 Glick, 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 Glick. Auf jetzt, Glove Case, Gloves. Komm schon. Warum die Polymer? Gut, die ist nicht schlecht, aber ich hätte auch so eine Statue Cyrus genommen. Naja, okay, sie sieht wirklich nicht so übel aus, oder? Die Polymer? Chroma 3 Kiste, zack, zack, was ist hier überhaupt drin? Asimov, P250. Ich weiß, Asimov ist jetzt nicht so meins, aber ich nehme halt auch die Orange Dash, wenn es sein muss. Mach ich halt irgendwas falsch? Ah, wir haben eine Hydra, komm, was ist da in der Hydra drin? Ja, ich wette mit euch, wir bekommen die Makaber da. Scheiß die Wand dann. Ach komm, ist egal.
Ist wurscht. Ich nehme auch die Onitai. Ah! Oh, schade. Die Orbit hätte es gerne sein können, aber immerhin haben wir was Purple. Das ist diese geile Death Grip. Die war in meiner Top 10 ziemlich weit oben. Oder? Oh, die ist schon nice. Die ist cool. Auf jeden Fall. Das war ein guter Zug. Mach jetzt noch eine Gamma Case auf. Auf, komm schon. Komm schon. Irgendwas Gutes muss dabei sein. Oh, Ice Cap. Schlecht ist er nicht. Ich denke, das ist eine sehr beliebte Ice Cap. Tech 9. Komm jetzt nochmal, Glove. Da muss doch jetzt langsam mal ein Handschuh kommen. Also, das kann mir keiner erzählen, dass ich keine Handschuhe habe hier. Easy Gloves, ganz klar. Polymer. Ich habe noch nie Handschuhe gesehen. Die sind noch nicht mal an mir vorbeigeflogen. Ich glaube, ich habe auch noch nie live gesehen hier. Polymer schon wieder, alles klar. Hm. Red Aston nicht schlecht. Hm. Naja. Come on, do it, come on. Ah! Na also, es geht doch. Die Firefight. Die sieht so ein bisschen aus wie die Dark Orbit oder Orbit oder wie die heißt, ne? Machen wir direkt die nächste Chroma 3 auf. Ich denke, da ist jetzt was Geiles drin. Ah, Spectre. Die kann man einfach direkt in den Mülleimer. Ja, doch. Doch, doch. Kannst du direkt wegschmeißen. Ich will wenigstens ein sehen, ein goldenes Item. Ich will es vorbeigehen sehen. Ironclad. Hallo? Lächerlich. Ah, wir haben noch eine Chroma 3 Kiste, okay. Ah ja, ganz klar. Gib nochmal die Spektre. Nee, bitte jetzt was Gescheites. Was macht Gabe jetzt gerade? Freut er sich jetzt? Ist er gerade geil geworden? Wir haben noch 12 Schlüsselchen, also von daher kann noch einiges erscheinen. Ne? Vor allem, wenn wir hier dieses Rare Special Item jetzt mal... Ich würde es gerne einfach sehen. Die Exo ist ja auch nicht übel. So ist es nicht. Aber sie ist halt keine mehr Special Item. Gloves! Ich mach die Augen zu und dann haben wir gleich die krassesten Gloves der Welt. Zack, 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 zack. Und? Hallo? Oh mein Gott, das ist irgendwas Gutes, oder? Leute! Die Mecha Industries! War das knapp gerade? Es hat sich so. Es war voll lange nicht so. Gar nicht mal so übel, sprach der Herr Dübel-Nübel. Komm, noch eine Gamma. Ich mach die Augen wieder zu, das ist total hilfreich. Here we go. Ich spiele jetzt nur noch auf Gehör. Das macht er, wenn was Gutes ist. Achte. Schlecht. Hab ich natürlich rausgehört, ich habe ein Gehör wie ein Adler. Augen zu, Gummischuh. Komm schon, guter Sound, bitte. Super, super geil. Habe ich mich jetzt total gefreut drüber, ne? Oh. Okay, komm schon. Komm schon. Hit me. Irgendwas saugutes. Das ist ja Dreck am Greenscreen, ey. Guten Tag. Ja, das ist schlecht. Ah. Warum habe ich denn da jetzt Scheiße gezogen? Was soll das? Die Areal ist gar nicht so übel. Komm. Glöf, ich hucke jetzt wieder hin. Ich habe keinen Bock, mich hier da unten umzudrehen, sondern langt mal jetzt irgendwann. Komm, was Großes, was Gutes. Tough. Amazing. Arisen. Gamma, komm schon. Gamma, tu es. Mach irgendwas Geiles. Ich bete. Ice Cap schon wieder. Aha, okay. Gut, gut. Leute, es gibt ein riesiges Giveaway mit 1000 Ice Caps für euch. Und 2 Spektre. Jetzt wird es langsam eng mit den Gloves. Aber jetzt kommen sie zum Glück. Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt habe ich endlich Gloves. Oh, die Shallow Grave. Das hier, die Shallow Grave. Wäre, glaube ich, meine absolute lieblingsneue P90 Hardcore-Wurst. Gamma, komm. Bitte, Gamma. Mach irgendwas draus. Gamma, du machst das jetzt. Gamma. Oh Gott, Gamma. Die Violent Damio wird aber auch immer gern genommen, oder? Die ist nicht schlecht. So, Glove. Jetzt kommen die Gloves. Oh my gosh, Gloves. Oder die Shallow Grave. Oh, nicht auf die Sandschiss. Gut, immerhin noch die Sonar. Immerhin noch die Sonar. Die sieht wenigstens nach was aus. Aber die Sandgeburt, das ist so bescheuert, ey. Wie kann man da so eine Scheiße machen? Wer hat damals den Skin gemacht und sich gesagt, Alter, Alter. Das ist es. Keiner von euch kann mir jetzt erzählen, dass er die Sandwurst gerne spielt. Auf jetzt, komm. Hey. Oh, Ice Cap, Leute. Ice Caps gibt's kostenlos. Oh, die sieht aber gar nicht so übel aus. Man, die ist bestimmt FN. Minimal Wear, was ist die da? Factory Nev. Nee, oder? Doch. Die letzten Gloves, die wir jetzt ziehen werden, nicht aus der Kiste, nein, sondern aus der Kiste. Wünscht mir Glück. Handschuh. Wir brauchen Handschuh. Leckere Handschuhe. Es war auch Glock Ironwork. Oh. Wenn es irgendwas gibt, was das genaue Gegenteil von Handschuhen ist, dann ist es die Glock 18 Ironwork. Die kannst du nicht anziehen. Na gut, die Wasteland Princess und die Mecha Industries sind wirklich nice. Die Firefight ist auch nicht schlecht. Also ich sehe auch immer wieder, dass die Leute die Galil spielen. Gerade in so Eco-Force. Nicht Eco, aber Force-Runden. Und die Death Grip. Die ist, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Hätte ich die jetzt ein Stat-Track gezogen. Gott, ich wäre ausgerastet.
Das wäre meine neue P90, auf jeden Fall. Soweit, so gut. An der Stelle nochmal vielen Dank an Skin Baron für das Geld. Ich hoffe, es war für euch jetzt nicht so tragisch am Anfang die Einführung in Skin Baron. Ich werde halt ständig gefragt, Skin Baron, was ist das überhaupt? Du bist doch da gepartnert, was kann man da machen? Kann man da Skins verkaufen? Wie geht es? Ist die Seite sicher und so weiter und so fort? Ich kann euch sagen, dass die Seite clean ist. Ich habe da Sachen schon verkauft und auch gekauft. Läuft alles, der Support ist super. Ich habe ja vorhin alles schon erwähnt, ich will mich jetzt nicht wiederholen. Das sind wirklich klare Leute, die da arbeiten. Ich weiß, es wirkt jetzt gerade wie so eine Zahnpasta-Werbung. Anfangs war ich skeptisch, aber dann war ich total überzeugt. Aber mal ohne Flachs, es läuft einfach. Macht euch selbst ein Bild von der Seite, geht mal drauf. Natürlich über meinen Partnerlink, ist ganz klar. Oder nutzt meinen Partnercode. Freut euch auf die Giveaways, die es hier geben wird. Ich hoffe, das Video war informativ, aber zugleich unterhaltsam. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Ich weiß. Ihr seid es von mir nicht gewohnt, dass ich wirklich sowas sage wie Daumen nach oben geben und abonnieren und sowas. Es stellt sich einfach heraus, dass diese Call to Action, also wirklich die Erinnerung daran, den Daumen nicht zu vergessen oder zu abonnieren, dass es wohl echt einen riesigen Unterschied macht. Im Wachstum und auch im Video-Daumenbereich. Also werde ich es jetzt einfach dazu sagen. Ich war immer der Meinung, ich muss es nicht dazu sagen. Jeder Mensch weiß, ob es ihm gefallen hat oder nicht. Und dann kann er selbst entscheiden, ob er abonniert oder liked. Aber ich habe schon so oft geschrieben bekommen, ah ja, zum Glück hast du es gesagt. Ich hätte sonst vergessen oder Mensch, ich vergesse das jedes Mal, den Daumen zu geben. Also deswegen, vergesst den Scheiß nicht. Boom, Schakalaka. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.